Was geht ab? Was geht ab, Leute? Heute ist meine liebe Freundin Linda zu Gast in Berlin. Wie fühlst du dich heute, Linda? Ey, es war auf jeden Fall ein vollgepackter Tag bis jetzt. Wir sind irgendwie die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen. Ich war jetzt gerade noch mal ein bisschen am Nappen, bis du kamst und meinen Schlaf gestört hast. Spaß. I'm so sorry. Ist okay. Aber gut, ich bin ready auf jeden Fall für das Video. Sehr schön, das freut mich, denn ich habe mir überlegt, dass ich immer mal wieder so ein paar FreundInnen von mir mit in meine Videos nehme, weil es erstens einfach dann viel interessanter ist. Mit mir besonders. Besonders mit ihr. zweitens, ja, es einfach Spaß macht. Genau. Dann kommen wir mal zu meiner ersten Frage. Okay. Und zwar habe ich die Linda heute eingeladen, weil die Linda vor kurzem einen Instagram-Kanal eröffnet hat. Oh. Oh. Hashtag, ich habe ihren Namen vergessen. Hashtag Linda hebt schwere Gewichte. Wow. At lifting.linda. Ah ja, genau. Lifting Linda, genau. Sag ich doch. Fast richtig. Okay. Fast. Es steht auf jeden Fall in der Bio, was sie da macht. Ja. Ja, ich feiere es übertrieben. Und deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen so über Lindas Fitnesskarriere sprechen. Meine Fitnesskarriere, okay. Wie lange trainierst du schon? Und wie oft trainierst du? Mhm. Und wie viel Kilogramm Muskelmasse hast du auch zugenommen? Okay. Also ich trainiere, ich sag mal, ich war schon immer sportlich. Ich habe schon immer irgendwie so Laufsportarten gemacht, Ballsportarten, Leichtathletik, Fußball, Handball. Und bin dann irgendwann so eher in diese Gym-Richtung gekommen. Und das mache ich vielleicht so 5 Jahre. Aber ich sag mal auf Ernst, so richtig ernst, so mit Trainingsplan und Ernährung. Und jetzt auch noch so mit auf Masse, oder? Auf also Masse, ja. Würde ich sagen. Du hast ja auch viel Ausdauersport gemacht, also ja, das ist ja auch schon richtig viel laufen gegangen und so. Würde ich sagen, so seit einem Dreivierteljahr ungefähr, so richtig, so ja, auf Ernst, würde ich sagen. Und zweite Frage weiß ich nicht mehr. Dritte Frage war, wie viel Muskelmasse habe ich aufgebaut? Das weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt so seit ungefähr 2 Jahren schon so, würde ich sagen, so 10 Kilo insgesamt zugelegt an Gewicht, wo auch Fett dabei ist, aber eben auch Muskelmasse, sonst würde ich ja logischerweise nicht stärker werden. Krass. Ja. Ja, voll beeindruckend auf jeden Fall. Soll ich meinen Bizeps mal zeigen? Nee, Spaß. Vielleicht am Ende des Videos. Bleib dran. Bleib dran auf jeden Fall. Am Ende gibt's Bizeps. Falls sie jetzt noch nicht abonniert hat, tut es jetzt. Tut auch gerne einen Kommentar unter, dass sie das Video schreiben. Ja. Wie oft trainierst du? Ach so, wie oft? Also wie oft trainierst du? 5-mal die Woche. 5-mal die Woche? Ja. Wann? Ich habe da keinen, also meinst du Tageszeit oder? Kommt ganz drauf an, wie es mir passt mit Uni und Arbeit. Also tendenziell ist so meine Prime-Zeit auf jeden Fall eher mittags, vormittags. Aber im Moment wegen Uni gehe ich meistens nachmittags. Da ist es halt dann voller und man muss manchmal so ein bisschen auf die Geräte warten, aber kommt ganz drauf an, aber eher vormittags. Und wie lang dann so? Wie lang ist dein Training so durchschnittlich? Oder komplett durchschnittlich, unterschiedlich? Durchschnittlich ungefähr 2 Stunden. Ja. 2 Stunden, ja. Aber wenn ich mir Zeit lasse und mich da irgendwie verplapper, was natürlich nie passiert, weil ich bin sehr diszipliniert, ich rede nie mit irgendjemandem, dann sind es schon mal 2,5 Stunden, wenn ich eben mir die Zeit gönnen kann, weißt du? Ja, am Wochenende oder irgendwie, wenn ich alles geschafft habe für den Tag. Ja. Trainierst du dann alleine? Weil ich weiß, glaube ich, aus Vergangenheit, dass du auch mal Personal Trainer hattest, oder? Ja, also es war eine Zeit lang, man hat da ja generell die Möglichkeit, Personal Training zu bekommen. Eine Zeit lang hatte ich das auch gemacht und dann eben mich auch mit dem Trainer da angefreundet. Shoutout an Andi, falls du das guckst, wird eh nicht passieren, aber ich rede über dich. Und genau, und dann haben wir eben auch oft einfach so privat zusammen trainiert. Das war auch geil, weil es halt einfach Spaß gemacht hat. Ja, dann. Wie machst du das denn jetzt bei, wenn du jetzt schwerere Gewichte stemmst, weil das ja dann schon, also ich weiß ja nicht, also ich gehe wirklich selten ins Gym, aber wenn ich das mache und mir dann so richtig gebe, weil ich mich die nächsten 2-3 Tage nicht bewegen möchte, dann habe ich schon Angst,
dann so, keine Ahnung, 30, 40 Kilo oder sowas auf zu squatten und dann nicht mehr hochzukommen oder keine Ahnung. Also erstens mal weiß ich, ich krieg's irgendwie hoch, Mindset. Zweitens gibt es ja so Sicherheitsvorrichtungen im Fitnessstudio, gerade bei den Squat-Racks oder so. Da gibt es so Stangen, die kannst du links und rechts von dir machen. Und selbst wenn du nicht mehr hochkommst, dann lässt du die Stange einfach nach hinten fallen. Und zum Dritten ist es halt irgendwie so, dass du irgendwann einschätzen kannst, wie viele Wiederholungen noch drin sind. Und bei Bankdrücken? Bei Bankdrücken ist es geil, einen Spotter zu haben, aber selbst da mache ich es meistens so. Also du kannst, wenn du nicht mehr hochkommst, dann lässt du die Stange eben hier so liegen und dann bleibst du liegen und drückst sie so von deinem Körper runter. Also man kommt da irgendwie raus. Nur ab einem bestimmten Gewicht wird es halt auch blöd für die Rippen. Deswegen am besten, wenn du dir unsicher mit einem Gewicht bist, immer mit einem Spotter. Ja. Oder halt die Sicherheits... so wie dann Klammern nicht drauf machen. Und dann kannst du es ja einfach so... Weißt du, so dann fällt das Gewicht von selbst wieder runter. Ja. Ja, aber in erster Linie, ich krieg jedes Gewicht wieder hoch. Danke. Nächste Frage. Ja. Mit welcher Intention hast du angefangen, Sport zu machen, da du ja immer sportlich warst? Ja. Vielleicht ist es ein bisschen zu früh die Frage, aber jetzt besonders auch dieses auf Ernst? Genau. Auf Ernst. Auf Ernst. Auf Ernst. genau, schon immer, ich weiß nicht, ich glaube ganz früh hatte ich jetzt noch keine Ahnung, was Intentionen überhaupt sind, sondern meine Eltern haben halt einfach gesagt, das Kind braucht Bewegung, was ja auch gut ist. Ne? Und dann irgendwann so mit dem Gym, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich mit dem Gym, ich habe halt schon immer so einen Bewegungsdrang gehabt. Von daher dachte ich mir so, gut, dann gehe ich da jetzt auch irgendwie trainieren. Zwischendurch würde ich schon mal sagen, dass ich so ein bisschen die Intention einfach hatte, Kalorien zu verbrennen und abzunehmen. Da wurde ich auch auf jeden Fall getrieben. Und ja, mittlerweile, also dieses auf Ernst Kraftsport, ich will stärker werden, ich will stärker werden und halt einfach einen fetten Arsch haben. Nee, also einfach noch keinen fetten Arsch hat, so der ist, deswegen der ist so. Brauchst du noch einen fetten Arsch. Ja, wichtig. Nee, einfach athletisch aussehen. Ich habe kein Ziel, wie ich irgendwann mal aussehen will. Ich will einfach wachsen, stärker werden und gucken, wie und womit ich mich wohlfühle. Und bis jetzt habe ich mich echt in jeder Diätphase oder Massephase auch wohlgefühlt. Ja, voll cool auf jeden Fall. Danke. Bitte. Die nächste Frage ist, was sind deine Ziele? Also du hast ja gerade schon gesagt, stärker werden und fetter Arsch. Vielleicht neben diesen zwei Zielen gibt es da noch andere Ziele, vielleicht auch nochmal spezifischere Ziele und in dem Bereich. Und was motiviert dich? Ja, Ziele, vielleicht irgendwann mal ein Wettkampf, also wirklich so diese Bankdrücken, Kreuzheben, Squats, da irgendwann mal vielleicht eine Competition oder sowas mitzumachen, aber ist nur so weit entfernt. Generell, ich liebe ins Fitnessstudio zu gehen, ich liebe es dort, das ist mein Safe Space, wenn, keine Ahnung, ist auch einfach eine geile Ablenkung, wenn es mal Stress oder so ist, dann gehst du dahin und powerst dich aus. Also Ziel ist auch irgendwie, mich insgesamt wohlzufühlen. Und ich weiß nicht so ganz, was meinst du mit spezifischeren Zielen? Genau, ja, eigentlich Wettkampf war das oder vielleicht bestimmte Gewichte. Ja, ja, so, es wäre schon geil. Knacken oder sowas, ich weiß nicht. Klar, wie gesagt, immer stärker werden, aber so Goal ist Bankdrücken, irgendwann mal einmal 100 Kilo zu drücken, das wäre schon krank. Und Deadlifts, also Kreuzheben will ich jetzt schon. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 130, will ich schon einfach weiter hoch, immer weiter hoch. So das Doppelte meines Körpergewichts zu heben wäre schon geil. Also so 160, das ist nicht mehr so weit. Und Squats auch jenseits der 100 weitermachen. Ja. Einfach immer stärker werden. Hört, hört! Ich feiere es so. Was passiert denn, wenn du einfach demotiviert bist? Wo es dir... Also klar gibt es Phasen, wo man sich auch schlecht fühlt. Aber ich weiß nicht, gibt es Phasen, wo du sagst so, boah, krass, ich habe heute echt keinen Bock, trainieren zu gehen? Oder sehr selten, sehr selten. Also sehr selten, vielleicht 2% der Tage. Also eigentlich nie. Ich muss ehrlich sagen, also ich lüge auch gerade nicht. Ich werde auch nicht bezahlt, das zu sagen. Das ist irgendwie, wie gesagt, es gibt mir voll viel. Und mir würde es, glaube ich, eher schlecht gehen, wenn ich den Sport nicht machen würde. Es gibt Momente, da bin ich nicht so motiviert. Und es ist ja auch arschanstrengend, weißt du? Aber irgendwie versuche ich einfach gar nicht darüber nachzudenken. So von wegen, oh, muss ich das jetzt noch machen? Sondern das ist irgendwie
keinen Raum soll es geben für irgendwelche Hinterfragen oder so, weißt du? Und was tust du, wenn es dir so geht? In den ganz seltenen Fällen? Geht trotzdem. Ich gehe einfach voll gut. Einfach krass. Ey, das ist eine echt gute Frage, weil das passiert eigentlich nie. Ich bin eigentlich immer motiviert, weil ich krass, das ist auch machen will. Das ist ja auch voll das gute Zeichen. Ja. Das ist ein richtig gutes Zeichen, weil du dich dann echt wohlfühlst und da Bock drauf hast und da eine Passion dahinter steckt, da steckt Feuer dahinter und ich finde, also, das merkt man halt auch einfach und deswegen war es halt umso mehr, weil du einfach etwas gefunden hast, wo du halt richtig jetzt aufgehst und dann sowieso als Frau so ich bin geile, nicht eine Frau. geile Gewichte zu stemmen, ist halt einfach, das ist einfach noch immer doppelt so geil. Ja, es pusht mich auf. Ich sag dir eins, manchmal gibt es so Tage, oder weißt du, was ich mir voll oft denke? Ist egal, was passiert. Ich kann 120 Kilo deadliften. Was soll mir passieren? Also es ist irgendwie so, dadurch, dass du körperlich stark bist und dir immer wieder Ziele setzt und die auch erreichst, das macht auch irgendwas so mit deiner psychischen Stärke. Ist kein Joke so. Mental Health hat auf jeden Fall auch Einfluss auf deine körperliche Stärke und andersrum, weißt du? Und ich weiß nicht, ich fühle mich einfach stark innerlich und äußerlich, insgesamt. Ja, richtig cool. Richtig, und wie gesagt, cool. Also wenn es mal Tage gibt, an denen ich mich eher ins Gym schleppe, dann, keine Ahnung, quengel ich einfach ein bisschen meine Freunde zu, sag so, ich habe keinen Bock zu gehen. Und dann ist okay. Dann habe ich es rausgelassen und dann gehe ich halt trotzdem. Ja. Also ich bin noch nie nicht gegangen, nur weil ich nicht motiviert war, weil das irgendwie auch voll in mir drin ist, weißt du, dieses, ich gehe heute noch trainieren, Punkt. Suchst du dir dann aus quasi, ob du dann Montag bis Freitag gehst oder... Es ist so, also... Dienstag bis Samstag, oder? Diese 5 Tage sind aufgeteilt in 3 Tage, 1 Rest-Day und 2 Tage. Mhm. Und manchmal, wie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin mit dir bin, dann klar, ich kann jetzt nicht nur einen Tag Rest machen und morgen wieder trainieren gehen, dann mache ich eben mal länger Pause und das schadet dann auch nicht. Ja. Aber ja, im Prinzip kann ich es mir aussuchen sozusagen. Also ich habe jetzt nicht montags Push-Tag, dienstags das, sondern das ist immer ein bisschen anders. Und wie ist deine Ernährung so? Gut, würde ich sagen. Also ich... Toll! Gut, nächste Frage. Im Moment bin ich tatsächlich vegetarisch unterwegs und ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall auch Teilzeit-Veganerin. Ich habe auch super lang vegan gelebt. Jetzt im Moment durch die Massephase war es für mich sehr schwierig. Ich habe es auch probiert, aber es ist halt arschschwierig, auf deine Proteine zu kommen. Also auf die für mich in der Massephase errechnet wurden. Das ist eigentlich unmöglich. Also es ist krass, wer das macht. Es ist wirklich krass. Bitte schreibt mir oder ihr, wie ihr das macht, als veganer Mensch auf, keine Ahnung, 160 Gramm Eiweiß zu kommen am Tag. Bitte sagt mir Bescheid. Zurück zum Thema. Genau, also ich versuche schon einmal am Tag mindestens zu kochen und ja, auch viel Gemüse zu essen. Das ist echt wichtig. Das vergisst man manchmal irgendwie. Viel. Auch ein bisschen Obst auf jeden Fall. Und ja, halt einfach irgendwie versuchen, ausgewogen zu sein. Aber es klappt auch nicht immer, auf jeden Fall. Also manchmal hat man halt einfach so seine Gerichte, die man dann jeden Tag isst. Ich zumindest. Ja, kennt man auf jeden Fall. Ja. Und hast du dich dann auch so ein bisschen da so auch weitergebildet, wenn du jetzt sagst, so 160 Gramm Proteine brauchst du? Ja, ja. Also, das weiß man ja nicht einfach so. Also ich habe keinen Plan, wie viel Proteine ich brauche. Okay. Ich meine jetzt auch keinen... Ja. Sport. Ja, okay. Ach. Aktuell. Es kommt aktuell. Also, ich weiß nicht, woher ich das weiß. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in dieser Fitnessmaterie drin ist, dann bekommt man so eine Faustregel, also keine Ahnung, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zum Beispiel, so und so viele Gramm Carbs. Aber ich habe tatsächlich auch so einen Coach, der mir auch dann ungefähr sagt, wie viel ich essen soll. Mm. Ja. Schön. Ja. Hattest du auch mal Schwierigkeiten, so was Ernährung angeht oder generell in diese Routine zu kommen und so regelmäßig zu essen und genügend Kalorien auch zu sich zu nehmen und so? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch schon mal drüber geredet. Ich habe auf jeden Fall eine Geschichte mit Essstörungen hinter mir. Ich habe relativ früh... Ey, ich habe mir letztens Tagebucheinträge von mir durchgelesen. Mit 11 habe ich angefangen sozusagen, ich esse jetzt nur noch ein Brötchen am Tag und wiege so und so viel Kilo und morgen weniger.
voll traurig eigentlich irgendwie, so mit 11 Jahren sich mit sowas zu beschäftigen, aber gut, kann ich halt nicht ändern. Und dann hat sich das eigentlich so weiterentwickelt in so Richtung Magersucht, also ich wollte immer mehr abnehmen, ich habe immer mehr abgenommen und ja, es ist eine Sucht gewesen, weil dieses Ziel abzunehmen, wenn du das erreichst, es gibt dir einen richtigen Kick, weißt du, so einen richtigen Dopamin-Kick und dann willst du jeden Tag weniger wiegen, aber es nimmt dich halt krank ein. Ja, und macht dich halt auch krank. Also es ist einfach eine Krankheit und es hat halt mit Essen zu tun und du kannst dich dem Essen nicht wieder, also irgendwie wie jetzt bei, keine Ahnung, Alkoholsucht oder so, kannst du nicht einfach sagen, ich mach das jetzt nicht mehr, sondern du musst dich immer noch damit auseinandersetzen und es war halt dick anstrengend insgesamt. Mhm. Und klar hatte ich dann, wie gesagt, auch ein bisschen andere Motivation beim Sport. Ich wollte einfach nur Kalorien verbrennen. Ich bin lange Strecken gerannt, wie eine Verrückte. Wie eine Verrückte. Und dann irgendwann ist es noch dazu gekommen, dass ich irgendwann angefangen habe zu erbrechen nach dem Essen. Mhm. So mit 16 war das. Und ja, dann hat sich das so in Richtung Bulimie verlagert. Und das war dann wirklich was, womit ich sehr, sehr lang zu kämpfen hatte und auch echt krass gelitten habe. Also ich habe immer gesagt, ich habe keine Feinde, ich bin nämlich ein lieber Mensch. Aber wenn ich welche hätte, ich würde denen nicht mal denen das wünschen, weil es einfach so krass schlimm ist, wenn du so gegen dich selbst kämpfst die ganze Zeit und jeden Tag aufstehst. Und der erste Gedanke, den du hast, ist so, ich muss abnehmen, ich bin zu fett. Das ist so anstrengend. Mhm. Und ja, da rauszukommen hat lange gedauert. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich es schaffe tatsächlich. Ich war lange auch so, ich muss einfach damit leben, ich komme da nie mehr raus. Und es gab auch viele Rückfälle. Mhm. Nur ja, ich kann jetzt sagen, so seit fast 3 Jahren oder so, kein Rückfall. Also ich sag als Rückfall eben Erbrechen, keinen Rückfall mehr gehabt und muss auch sagen, dass ich ja nicht mehr krank bin seitdem. Ja. Ja, war ein langer Weg, aber jeder kann es schaffen. Wichtig ist, geht zur Therapie. Geht zur Therapie und sucht euch eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten und dann zieht die so oder der euch raus aus der Misere. Beste Entscheidung. Ihr zieht euch raus. Die beste Entscheidung auf jeden Fall, die du und jeder andere treffen kann, ist einfach, sich eine Therapeutin oder einen Therapeut zu suchen und sich wirklich professionelle Hilfe in dem Bereich. Und wenn es nicht der erste Therapeut oder die Therapeutin ist, dann ist es vielleicht der oder die nächste. Man kann auf jeden Fall die richtige Person finden, mit der man einfach auf einer Wellenlänge bzw. einfach auf einer Ebene gut kommunizieren kann. Und dann kann man es einfach schaffen. So, ich meine, ich habe auch lange Zeit Therapie, war auch lange Zeit in Therapie und es ist einfach etwas so Heilsames, weil man einfach lernt, über seine Herausforderungen und Probleme zu sprechen. Und es ist so extrem wichtig, so alleine für das Mindset und der Selbstreflexion. Wenn man dann auch noch umsetzt und sich wirklich ändern möchte und wirklich auch positiv in die Zukunft schauen möchte und sagt so, ey, ich will nicht immer wieder an dem gleichen Punkt landen, dann seht einfach nur, was daraus werden kann. So, Linda hat einfach in einem Bereich, so, wo sie die ganze Zeit so wieder damit konfrontiert wird, einfach so ihr Feuer und ihre Passion gefunden. So, und darauf kannst du so stolz sein, wirklich. Danke. Das ist so. Können wir die drehen? Das ist echt richtig, richtig, richtig nice auf jeden Fall. Danke dir. So, so cool. Ja. Zum Schluss wollte ich dich noch fragen, ob du vielleicht für jede und jeden Anfänger, Anfängerin da draußen vielleicht so 3 Top-Tipps hast für den Einstieg in Kraftsport. Ja. 2 habe ich. Dritter kommt vielleicht jetzt noch. Ist auch schwierig für mich, weil, ne? Nachdenken und so. Also, erster Tipp ist, scheiß drauf, wenn du ins Gym gehen willst, dann geh. Niemanden interessiert es, was du da machst. Ich sehe manchmal Leute, wie soll ich sagen, dann merkt man an, dass sie AnfängerInnen sind und ich denke mir nur so, ja Mann, auf, weiter. So, ich finde, ich bin so jemand. Niemand interessiert sich für euch im Fitnessstudio. Wirklich, das ist so. Legt es einfach ab, das bringt nichts. Wirklich. Kann ich nur sagen. Zweitens, ihr könnt euch den Arsch im Fitnessstudio aufreißen, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht gut esst, dann vergesst es. Nee, nicht vergesst es, aber es wird sehr schwierig. Das heißt, wenn ihr schlank seid und ihr wollt zunehmen, dann geht pumpen,
Aber esst auch viel, und zwar wirklich viel, wie so ein Tier. Auch wenn ihr einen fetten Arsch haben wollt, fetten Bizeps. Soll ich den jetzt zeigen? Zeig ihn, bitte, zeig ihn. Bam, 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 bam. Okay, okay. Hey, ich hoffe, ihr seid noch mehr dran. Mehr gibt's auf Instagram. Lifting.linda. Yay! Und der dritte Punkt, mal sehen, ob mir jetzt spontan sowas einfällt. Ja, habt ein bisschen Geduld. Habt ein bisschen Geduld mit eurem Körper, weil ihr werdet nicht einen Squat machen und am nächsten Tag so einen Arsch haben oder, keine Ahnung, total lean sein oder was auch immer euer Ziel ist, sondern habt ein bisschen Geduld, gebt euch eine Zeit und Step by Step, weißt du, es ist manchmal ganz schön schwierig, mit dem Training anzufangen und Ernährung zu machen. Deswegen habt einfach ein bisschen Geduld. Ergebnisse werden kommen. Eine Freundin von uns, Selina, die ist jetzt auch seit einer Weile, liebe Grüße an Selina. Grüße gehen raus! Ist ja auch jetzt schon ein Moment im Gym-Game drin und Alter, ihr Rücken mittlerweile, ihre Arme, ja, ich glaub's crazy, nicht. Einfach crazy. Ich glaub's nicht. Deswegen Geduld, scheiß einfach auf das, was im Gym irgendjemand über euch denkt. Macht es einfach, es interessiert eh niemanden und esst gut. Nice, nice, nice. Ja, danke schön. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ich hoffe, ich konnte hier einen Mehrwert erzeugen. Safe. Durch Safe. Meine Präsenz. Ja, allein für mich. Und das reicht ja auch schon. Ja, ja, ist so. Und ja, dann gehen wir jetzt essen. Ja, Mann. Richtig geil essen. Und wünschen euch da draußen einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das ist schlecht vorbereitet. So soll man es nicht machen, Leute. So nicht. @lifting für Scheiße, für Lifting. Okay. Ja, du musst die Fragen stellen, oder? Ja. Soll ich dir jetzt eine stellen? Fuck, jetzt habe ich mich verlabert.